Welcome everybody to our next talk. Willkommen zu unserem nächsten Vortrag. Open Source Heating Infrastructure in Christiania. Open Source Heizinfrastruktur in Christiania. Wer von euch war schon mal in Christiania, der kleinen Freistadt in Kopenhagen? It looks like maybe 60% or something like that. 60% oder sowas. Now I have good or bad news for you. Ich habe gute oder schlechte Nachrichten für euch, je nachdem, wie ihr seht. Wenn ihr Christiania hauptsächlich mit Gras verbindet, in diesem Vortrag kommt nach meiner Einführung überhaupt kein Gras mehr vor. Aber wir haben einen sehr interessanten Vortrag über Nachbarschaftsheizsysteme, das Nebelwärme bedeutet, Nachbarschaftsheizung. Und ich möchte Emmerich, Johannes und Stoffe begrüßen. Ein Applaus für Sie. Okay, thank you very much for coming here today. Danke, dass ihr and listening seid to us. Und, I'm Emmerich. Ich bin Emmerich. Name Johannes. And I will do the talking. I was elected to do the talking by these good guys. Auserwählt, diesen Vortrag zu halten von Stoffer and Johannes will answer questions afterwards. Aber Stoffer und Johannes and I ask, please ask antworten auch Fragen später. I think we have a little extra spare time. Thank bitte you. Stellt Fragen, weil wir wahrscheinlich ein bisschen Zeit übrig haben werden. So, what is Nebelwärme? It's actually it's a distributed central heating system organization thing. And Nebelwärme is a word for community heating. Für Gemeinschaftsheizung, we have several heating systems developed by the 14 local areas in Christiania. Von basic den 14 lokalen Organisationen in Christiania entwickelt wurden. Das Hauptheizmittel waren Holzpellets in den letzten 5 bis 10 Jahren. Holzpellets sind diese kleinen Dinger, die ihr am Anfang gesehen habt. Diese hier? Wooden pellets that you burn. Holzpellets, die man also verbrennt. Common pellet heating systems. Und wir haben in Christiania eine ganze Menge gemeinschaftliche Pelletheizsysteme in Christiania. Das sind die roten Punkte und die orangenen Punkte sind Heizungen, die nur in einer Familie stehen. The history of heaters. Die Geschichte von Heizungen. Wir haben versucht, gute Bilder der originalen Ölheizung in Christiania zu finden, aber das ist uns nicht gelungen. Die sind alle weg. Sie sind in den 70ern ausgebrannt. Und alles, was wir jetzt haben, ist dieser auf der linken Seite dieser übliche alte Ofen aus den 80ern. Rechts daneben ist eine Ölheizung, die aus den 90ern stammt und in Teilen von Christiania auch heute noch anzutreffen ist. Dann haben wir den Bekkesin-Ofen, der der sehr beliebt ist in Dänemark für Holzscheite. Und auf der rechten Seite seht ihr eine typische Installation aus Christiania. Das ist ein Rohr, das aus der Seite eines Gebäudes rauskommt. Und innen werden Pellets verbrannt, draußen kommt der Rauch raus. Nicht sehr modern, nicht sehr effizient. Und erreicht langsam das Ende seiner Lebensdauer. Was wir getan haben, ist, wir haben sehr alte Stromzähler oder Heizungszähler genommen. Wenn wir diese Zähler einbauen diese Geräte aus der Ferne überwachen, dann kombinieren wir die in größere Systeme, die besser funktionieren. Und der zentrale Punkt, an dem wir das verbessern wollen, ist, dass jeder genau das zahlen muss, was er verbraucht hat und das pünktlich bezahlt. Und
That was first. They were very old when we found them second hand. Diese Messgeräte waren sehr alt, wenn wir sie gefunden haben, aber wir haben sie dann verbessert mit einem Netzteil, das man hier im rechten Bild sehen kann, und einem WLAN-Modul, und jetzt haben wir quasi ein Smart Meter. Die Abrechnung und das Ein- und Ausschalten der Heizung ist durch unsere modifizierte Datenbank bewerkstelligt. Das macht das Heizen jetzt wesentlich einfacher und effizienter. Dadurch werden die Benutzer viel interessierter an dem Problem des Heizens und wie viel Heizung man verbraucht, was ja mit der Klimaerwärmung momentan ein großes Problem ist. Unsere Nebowärme-Organisationen sind in Gemeinschaften organisiert. Wir haben ein Prepaid-System eingeführt. Früher haben die Menschen Holzscheite gekauft und das Holz mit nach Hause genommen, verbrannt. Wenn das Holz verbrannt war, war es kalt. Dann sind die Leute wieder zurückgegangen, haben neues Holz gekauft, haben es wieder verbrannt und das immer wieder. Das gleiche Modell haben wir für unser Prepaid-Modell übernommen. Erst bezahlt man für die Hitze, für die Wärme, für die Heizung und dann benutzt man die Wärme im Haus und sobald das Guthaben verbraucht ist, geht die Heizung aus. Das macht das Organisieren, das Bezahlen und das Verteilen von Heizung, von Wärme, wesentlich einfacher. Sobald die Benutzer das verbleibende Guthaben verbraucht haben, geht die Heizung aus. Christiania wurde gegründet auf dem Gelände einer alten Militärbasis, die bis 1680 zurückreicht, als Kopenhagen sich gegen Schweden, Deutschland und England verteidigen musste. Diese Militärbasis wurde in den 1960ern verlassen und war eben leer und verlassen, wie man auf diesem alten Foto sehen kann. In 2011 hat die Regierung von Dänemark einen Gerichtsprozess gegen Christiania gewonnen. Daraufhin musste die Freistadt Christiania den Regelungen von Dänemark folgen. Allerdings wurde gleichzeitig Christiania auch als legal erklärt. Und deswegen wollten die Menschen in Christiania ihre Lebensbedingungen verbessern und ihre Häuser verbessern und haben deswegen in die Infrastruktur und in die Häuser investiert. Jetzt investieren wir bis zu 30 Jahre in die Zukunft, was wesentlich länger ist als zuvor, als Menschen nur für 1 bis 2 Jahre investiert haben. Die gesamte Infrastruktur verändert sich in den letzten Jahren und auch momentan. Christiania ist sehr groß, es ist 46 Jahre alt und hat fast 1000 Einwohner. Die 900, die man hier auf der Folie sehen kann, sind die 900 bekannten Einwohner, aber es gibt auch viele Menschen, die dort wohnen ohne, oder die sich dort aufhalten, ohne eine Wohnung zu haben, die einfach auf irgendwelchen Sofas schlafen oder einfach nur so umherlaufen. Also es gibt wahrscheinlich mehr als 1000, aber ich weiß das nicht. Wir haben 265 Häuser und 24 Hektar an Land. Unsere Heizungskonstruktion ist relativ einfach. Man verbrennt Holzpellets und das war's. Wenn man das auf größere Systeme anwendet oder erweitert, müssen die Pelletheizungen durchgehend laufen, um Wärme zu produzieren. Wir
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Heizungssysteme durchgehend laufen, indem wir die Heizung verbessert haben und deren Kontrollsysteme verbessert haben. Das kann man hier in dem linken Bild sehen. Die gelben Hinzufügungen wurden auf ein bestehendes Heizungssystem hinzugefügt, um es zu verbessern. Wir haben Druckluft hinzugefügt, um die Asche aus den Heizungen zu entfernen, in regelmäßigen Zeitabständen. Das sieht man hier links in den blauen Rohrleitungen oder in den blauen Schläuchen. Wenn der Smoke aus der Chimney kommt, hast du ein Problem mit Pollution. Wenn der Rauch aus den Kaminen herauskommt, bekommt man ein Problem mit Luftverschmutzung. Und wir versuchen das auch ein bisschen zu verbessern. Im oberen mittleren Bild sieht man unsere Messkonstruktion. Wir benutzen auch Raspberry Pis, um die Steuerung Wir haben zum Glück mehrere LAN-Netzwerke in Christiania und die können wir benutzen, um die Samples zu verbreiten und sie zu überwachen. Und all diese grünen Punkte, die ihr seht, sind WLAN-Netzwerke. Eine normale Nabu-Wärme-Installation hat das Heizproduktionszentrum, ein paar Heizverbraucher, die WLAN-Infrastruktur und ein Webportal, auf dem der Verbrauch aufgezeichnet wird und bezahlt wird. Als wir mit den Kampfdruckmetern angefangen haben, waren sie nicht besonders smart. Sie konnten den Verbrauch zählen, aber in Christiania hatten wir nicht die Möglichkeit, den Verbrauch für die Buchhaltung später aufzuzeichnen. Die Kamptrup-Firma hat verschiedene Lösungen für Smart Metering, die verschiedene Protokolle unterstützen, also Kabellos, M-Bus, Zigbee und viele andere, aber kein WLAN. Und deswegen mussten wir in eine neue Infrastruktur für Zählen hätten wir in eine neue Infrastruktur investieren müssen. Das wäre aber sehr teuer gewesen und unnötig. Alle ihre Lösungen brauchten neue Infrastruktur für die Verbreitung und für die Datenerhebung und brauchten zertifizierte Elektriker und sie brauchten auch ein Abo-Modell, um auf unsere eigenen Daten zugreifen zu können, und das wollten wir nicht. Viele in Christiania haben heute ihre eigenen WLAN-Netzwerke. Die Einwohner von Christiania öffnen ihre Netzwerke für diese Zähler, und so können wir auf ihre Daten zugreifen. Wenn wir wir haben auf unserer Suche haben wir diesen ESP 8266 gefunden. Das ist ein Mikrocontroller, und als er zuerst rauskam, war er klein und effizient genug, dass wir ihn direkt in die Zähler einbauen können, und er hatte genug WLAN, um die Zählerstände über das existierende WLAN-Netzwerk zu verbreiten. Später, dank der ESP-Library von Martin Goers, konnten wir die Verbreitung so weit erweitern, dass unsere Zähler als zusätzliche WLAN-Hotspots funktionieren können, sodass wir so ein Mesh-Netzwerk aus mehreren Zählern hatten. Wir haben ein Daughterboard konstruiert, das in die Kampstrup-Zähler eingebaut wird. Das besteht aus dem ESP 8266 mit seinen... Dazu kommt dann noch der Kampstrup-Connector, um die Heizung zu steuern.
und eben das Netzteil. Diese Einheit, die man hier auf dem Bild sehen kann, wird in den Wohnbereich eines Nutzers in Christiania eingebaut, der NamboWarm nutzen möchte. Jeder Benutzer hat so ein Gerät in seinem Haus. Wir hatten ein Problem, weil Kamstrup hatte zwar ein Open-Source-Protokoll, aber es war sehr schwierig, darüber zu Informationen zu finden oder die Dokumentation zu lesen. Also haben wir in ein paar Monaten deren Protokoll und Geräte reverse-engineert und können die jetzt unterstützen in unserer Metalogger-Firmware. Diese Firmware benutzt das Wi-Fi und während das bootet, erstellt es ein Wi-Fi, also ein WLAN-Hotspot. Es sucht dann nach den WLAN-Hotspots in der Umgebung, sucht den besten mit der besten Signalstärke und verbindet sich damit. Später kann man dann mit seinem Telefon diesen WLAN-Hotspot wieder ändern, wenn man möchte. Nach dieser Boot-Grace-Period geht die Firmware in den Sample-Modus über, wo jede Minute nach dem Zählerstand gefragt wird. Die Kamstrup-Hardware redet mit unserem System über eine serielle Schnittstelle. Unser System verarbeitet dann und gibt sie an das MQTT weiter. Von dort wird das dann an den Server übermittelt. Ein anderer Teil der Firmware schließt das Heißwasserventil, falls der Nutzer nicht mehr genügend Guthaben hat, um die Heizung zu benutzen. Unser Gerät bzw. unsere Firmware tut das automatisch. Sobald nicht mehr genug Guthaben vorhanden ist, geht die Heizung aus. So wie in dem Beispiel von vorher, wenn man das Holz kaufen musste, in die alte Heizung angebrannt hat, dann verbrennt das Holz und dann ist das aus. Das gleiche System. Diese Transparenz erlaubt es den Menschen, das System zu verstehen. From the client side, you have the overview of a client. Auf der Client-Seite sieht man die Produktion und Benutzung von NamboWarm. Man sieht hier die Verteilungstemperatur, die Rückkehrtemperatur und die Temperaturdifferenz. Man sieht auch, wie viel Wasser fließt und wie viel Wärme verwendet wurde. In diesen Diagrammen kann man reinzoomen und für 1 bis 2 Minuten anschauen oder für einen längeren Zeitraum, für Monate, Jahre oder eben auch 1 Minute, 2 Minuten. Es ist sehr einfach für Menschen zu sehen, wie ihre Benutzung, wann und wie viel Wärme benutzen sie, wie viel geben sie dafür aus. Nun zu der Buchhaltung, zum Abrechnungssystem. Das ist der Teil, der Kopfweh bereitet allen, die damit zu tun haben. Wie kriegen wir das Geld in das System und verteilen dann die Wärme? Zuerst haben wir das einfach auf einem Computer aufgeschrieben. Mein Nachbar hat mir 5 Kronen, dänische Kronen, gegeben und ich habe davon Pellets gekauft. Die haben von dem Tag bis zum anderen Tag gereicht. Wenn man viele Dokumente hat, wird das sehr kompliziert, da noch Überblick zu behalten. Die nächste Idee ist dann Excel-Tabellen-Kalkulation oder offene Systeme zu verwenden. Aber das ist immer noch sehr kompliziert. Dann haben ein paar Leute eben extra für uns dieses System gebaut. Das ist unser neuestes System.
Es heißt Kristiania-Verbruch. Was bedeutet Kristiania-Verbrauch? Im linken Bild sieht man den Elektrizitätsverbrauch, die Ausgaben für Elektrizität. Jedes Jahr läuft jemand durch Kristiania, liest die Zählerstände ab und trägt sie in dieses Buchhaltungssystem ein. Hier sieht man ein paar Zählerstände der vergangenen Jahre. Und das sind eben die Ausgaben für Elektrizität. Wir möchten das aber natürlich auch für die Heizung tun. Das ist vermutlich möglich, aber wir brauchen noch mehr Helfer. Für all dies müssen wir natürlich den individuellen Verbrauch und die individuellen Kosten nachvollziehen können. Aber das wird immer schwieriger handzuhaben. Und noch dazu werden unsere Nutzer haben größere Ansprüche. Sie wollen wissen, wie viel Geld haben sie noch in der kleinen Bank oder wie viel Geld schulden sie da und wie können wir Sachen vielleicht besser verteilen. Und natürlich sind diese Daten uns sehr wertvoll für uns und aus Anti-Überwachungsgründen wollen wir die nicht mit größeren Firmen teilen. Und deswegen haben wir diese ganze Infrastruktur gebaut, um unser Wissen zu behalten. Aber das ist natürlich sehr viel Arbeit. Schließlich brauchen wir also eure Hilfe. Wir möchten wissen, wie wir Dinge in unserem System verbessern können und wie wir zusammenarbeiten können, damit die Systeme miteinander reden. Auf der linken Seite ist Stoffer, er ist unser Busfaktor. Wenn er jemals vom Bus überfahren wird, dann ist das Wissen weg. Was sollen wir dann tun? Wir brauchen mehr Leute, die wissen, was hier vorgeht. Unsere Gesellschaft ist so klein, dass wir nicht wissen, was passiert, wenn ein Mensch weggeht, dann geht mit diesem Menschen eine ganze Menge Wissen. Das ist ein ernsthaftes Problem für uns. Und gleichzeitig möchten die Menschen, die wir bedienen, immer mehr spezifische Details über den Verbrauch, die Produktion, die Energie, die Wirtschaft haben. Und das ist sehr schwierig. Zusätzlich haben wir viele Solarpanels in Kristiania installiert, damit wir nicht mehr so viel Elektrizität kaufen müssen und damit wir vielleicht auch nicht mehr so viele Pellets kaufen müssen. All diese verschiedenen Verbrauchsmethoden müssen ausbalanciert werden und wir müssen schauen, um herauszufinden, wie viel wir tatsächlich verbrauchen und wie viel wir vielleicht verlieren. Ihr habt vielleicht Fragen, wir haben Probleme und ihr könnt euch bewerben beim Kristiania-Forscher in Kristiania. Wir wollen vielleicht Vorträge halten, wir wollen Sessions machen, die können einen Monat bei uns bleiben oder auch zurückkommen und vielleicht ein bisschen mit Kristiania interagieren. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt viele Fragen, die wir gerne beantworten. Vielen Dank. Thank you very much for the presentation, Emmerich. So, as you have heard, we have around 5 minutes for. Danke, wir haben 5 Minuten für Fragen und ihr habt gehört, dass Sie Ideen, Inspirationen und Hilfe brauchen. Stellt euch bei den Mikrofonen auf. Ich fange mit dem Internet an, falls das Internet eine Frage haben sollte. No questions yet. Das Internet hat noch keine Fragen. Dann beginnen wir mit Mikrofon 6. Please, yeah. Guter Vortrag, danke. Habt ihr darüber nachgedacht, wie man die Pellets vielleicht besser verteilen kann, effizienter verteilen kann? Und wie funktioniert die Verteilung von Pellets? Gibt es da vielleicht irgendwelche Automatisierungsideen? I think we lack some sound on Stoffer.
glaube, Stoffe und Johannes haben noch keinen Ton. Could you say hello, hello, hello? Yes, I'll try to. Hello. Yeah, I think it's on now. Okay. It's on, it's just need louder. Yes. Yeah, so right now we could you have the question again? Yes, the question was if we. Die Frage noch einmal. Die Frage war, ob wir Automatisierung für die Pelletsysteme und die Pelletverteilung haben. Momentan haben wir riesige Silos an den Verteilzentren und dann kommt ein kleiner Laster und mit einem bläst diese Pellets mit Druck in die Silos. Normalerweise haben wir redundante Heizproduktionseinheiten. Das heißt, wenn eine nicht mehr funktioniert, können wir umschalten. Aber was die Verteilung der Kosten angeht, sind es noch kleine isolierte Gemeinschaften, die ihre eigenen Pellets verbrauchen. Das heißt, das Budget einer kleinen Gesellschaft hat nichts gemein mit dem Budget einer anderen Gesellschaft. Hallo, danke für euren Vortrag. Ich frage mich, normalerweise isoliert man ja erst die Gebäude und upgradet danach die Heizsysteme. Habt ihr das gemacht? Weil man sieht in euren Bildern, dass die Gebäude sehr alt sind und vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, erst vielleicht die Energieverbrauch der Gebäude zu reduzieren und dann die Heizsysteme zu verbessern. Zunächst sollte man, du meinst, man sollte zuerst die Gebäude isolieren und anschließend die Heizsysteme einbauen. Ist das, was du meintest? Ich habe mich nur gefragt, ob ihr einfach sagt, wir bauen neue Heizsysteme oder wir verringern erst den Verbrauch und schauen dann nach neuen Systemen. Wenn du arm bist, möchtest du zuerst heizen, um zu überleben. Und nachdem du überlebt hast, findest du plötzlich raus, dass es Möglichkeiten gibt, die klüger sind als das, was du dir zuerst ausgedacht hast. Das heißt, du findest ein Haus, bleibst da und fängst an zu heizen. Du isolierst es nicht erst, bevor du anfängst zu heizen. Und das ist über sehr viele Jahrzehnte passiert und wir haben viele alte Häuser, einige sind sozusagen denkmalgeschützt und einige sind einfach nur in schlechtem Zustand und viele Menschen haben diese Häuser vor uns besetzt und sie haben nicht zur Verbesserung dieser Häuser beigetragen. Momentan sind wir in einer neuen Situation und wir schauen in die Ewigkeit, wir bleiben hier, wir werden nicht von der Polizei rausgeworfen oder von irgendjemandem. Das heißt, jetzt können wir langfristiger denken und vielleicht denken, Menschen leben hier vielleicht für 5 Jahre, aber sie sollten zu einem Dach beitragen, das vielleicht 30 Jahre hält und sie sollten zur Isolierung beitragen, die für mehr als 30 Jahre zu einem besseren Haus beiträgt und das braucht Zeit und das kostet Mühe und das muss sich in den Gedanken von der Menschen von Christiania durchsetzen. Das ist nicht einfach. Das heißt, zuerst lieferst du Pellets und gibst ihnen Heizung und dann findest du raus, wie du vielleicht Pellets vermeiden kannst und dann hast du Isolierung, um vielleicht auch die Heizung zu vermeiden. Aber du hattest noch eine Frage? Vielleicht finden wir zunächst Menschen, die noch weitere Fragen haben. Jetzt hat das Internet, glaube ich, eine Frage. Ja, das Internet hat ein paar Fragen. Die erste Frage ist, wäre es möglich, Urlaub in Christiania zu machen und mit dem Projekt zu helfen? Das wäre sehr gut möglich. Bitte kommt zu uns. Ihr könnt euch auf dieser Webadresse bewerben, CAIR, und ihr könnt bis zu einem Monat kostenlos dort bleiben, solange ihr etwas zur Gesellschaft beitragt. Und wir haben sehr wenig Dokumentation, das heißt, sehr viel menschliche Kommunikation wird noch gebraucht. Ihr seid höchst willkommen. Er benutzt jeden Tag den Bus. Wir warten nur darauf, dass er überfahren wird. Also bitte kommt und helft uns. Und mit dieser freundlichen Einladung an euch alle müssen wir diesen Vortrag beenden. Wir haben euch in dem Mikrofon gesehen. Leider haben wir keine Zeit mehr. Aber
kommt einfach auf die Sprecher nach dem Vortrag zu und besprecht all die Fragen, die ihr noch habt. Bitte noch einen Applaus an Johannes, Doffe und Emmerich.